meine Lieben. Ja, ich drehe Orakel hier und jetzt. Was sind für wichtige Themen bei euch? Ja? Und ich mache zwei Stapel, da kannst du links oder rechts wählen. Ja? Fange ich mal an, die Karten zu mischen. Gott, ist das viele Karten. Ich habe kleine Hände. Ich gebe mein Bestes. Also das ist schon viel. Ich kann kaum richtig. So, Orakel im Hier und Jetzt. Was gibt's für Botschaften? Links oder rechts wählen. Ja? Links oder rechts wählen. Ja? Wenn ich noch besser zum, habe ich hier. Ja? So, meine Lieben. Orakel im Hier und Jetzt, links oder rechts? Ja? Okay, dann beginne ich. Ja? Neun der Luft. Das Schlimmste erwarten. Selbsterfüllende Prophezeiungen. Schlaflose Nächte. Ja, Sorgen. Und die Engel sagen, nein, ja, nein. Und es hat mit Entscheidungen zu tun, ja. Du stehst im Leben, egal welche Themen, ja, musst du mutig sein, eine Entscheidung zu treffen. Das raubt dir den Schlaf, ja. So merke ich das. Das raubt dir den Schlaf, schlaflose Nächte. Die Engel sagen, nein, bitte, sorge dich nicht, ja. Geh deinen Weg, du willst schon intuitiv merken, welche Entscheidung du machen möchtest. Ja? Es kann auch sein, dass der Bär, ja, der Bär ist eine Vorgesetzter. Du weißt nicht, ob du solltest
Entscheidung treffen, ja. Was deine Vorgesetzte dazu sagt, ja, kann auch sein, ja. Und gehe links, gehe rechts, Wege, ja. Und die Engel sagen, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Bitte nein, keine Sorgen machen, schlaflose Nächte, nein. Ja, bitte Klärung. Ja, Klärung. Diese Situation hier mit dem Weg und Wer. Ja. Was gibt es noch für Botschaften da? Dankeschön, kam drei Karten. Hoffnung nicht verlieren, ja? Also, kann sein, alleinstehende Person, dass du alleinstehende Mutter oder Vater bist, ja? Und du bist Unbeständigkeit, du möchtest einen Weg gehen, ob das im Job ist oder eine Entscheidung in dein Leben machen. Hoffnung nicht verlieren, ja? Hoffnung wirklich nicht verlieren. Aber du musst eine Entscheidung treffen und sei sorglos, ja? Es hat mit einem Mensch zu tun, ja? Kann eine Vorgesetzte sein, kann eine geschäftliche Entscheidung, Geschäft wie Privatentscheidungen sein, ja? Du willst deinen Weg gehen, ja? Und Hoffnung, ja, nicht verlieren. Hoffnung nicht verlieren in diese Sache, ja? Und kann auch sein, dass du dich Gedanken machst, ja, dich sorgst, ja, und du weißt nicht, welche Entscheidung du treffen solltest, ja. So merke ich das, ja. Weil du finanziell oder keine Kondition hast, jetzt eine alleinziehende Person zu sein, ja. Oder wenn du wieder auf der eigenen Bein, ja, vielleicht warst du Hausfrau, Ehefrau und hast nicht gearbeitet. Der Mann hat den Lohn nach Hause gebracht, das Geld nach Hause gebracht, ja. Kann auch sein. Verschiedene Szenarien, ja. Und du möchtest eine Entscheidung, ja, das macht dir, du machst sich mega Gedanken, ja. Und spielt sich so wieder, ja, schlaflose Nächte, ja. Ja, schlaflose Nächte. Die Engel sagen, nein, das brauchst du nicht. Geh deinen Weg, du wirst die richtige Entscheidung treffen. Kann sein, dass du nicht abhängige Frau bist, keinen Job hast oder nichts gelernt hast, ja. Aber bitte Hoffnung nicht verlieren. Es gibt immer für ein Problem eine Lösung, ja. Hier, ja, ganz wichtig, ja. Ich ziehe noch eine Karte für dich hier. Was sagen noch Engel, ja? Wenn du mutig wirst und deinen Weg gehst und die Entscheidung triffst, ja, allein dazustehen und dein Leben weiterzugehen, Hoffnung nicht verlieren, was sagen noch die Engelskarte? Was geben sie noch für eine Antwort? Deine Situation, wenn du mutig vorwärts gehst, ja? Sagen auch die Engels. Danke. Hör auf deine Intuition, das ist das, was ich meine. Du wirst deinen Weg gehen, ja? Du wirst die richtige Entscheidung treffen und den richtigen Weg gehen, ja? Hör auf deine Intuition, okay? So, zweite Stapel, was hast du hier? Nach langer Stagnation, Blockaden, aber Stagnation, ja? In irgendeiner Sache gehst du positiven Ausgang. Gib nicht auf, sagen die Engels. Ritter der Erde, loyal, hingebungsvoll, ehrenhaft, gütig. Zeit anzupacken und die Dinge zu erledigen. Löse deine Versprechen ein. Ein Schutzengel ist bei dir. Ja? Gib nicht auf. Es hat stagniert, diese Situation, aber es kommt positive Veränderung. Ja? Aber hier, was sind die Blockaden? Berg, zwei Karten. Was sind die Blockaden da? Hat es mit deinem Umfeld zu tun, mit dir selbst, privat, Geschäft,
oder was sind das? Ja, danke. Was sind das für Blockaden? Noch eine Karte, bitte. Positive Veränderung, Sieg. Zärtlichkeitsspieler. Ja, es kann sein, dass jemand, wie soll ich das erklären, dass jemand süchtig ist, Abhängigkeit an etwas, ja? Und geh deinen Weg, gib nicht auf, ja? Diese Stagnation hält dich zurück, bremst dich in deine Zukunft, ja? Kann eine Person repräsentieren, die abhängig ist. Hier steht Spieler, aber es kann alles abhängig, Sucht, ja? Und die Zärtlichkeit fehlt dir, ja? Das ist nicht mehr das Gleiche, ja? Mit einer Person, gib nicht auf. Geh vorwärts in dein Leben. Du glücklicher Ausgang in deiner Situation, ja? Jemand hält dich wie Bremsen, ja? Nee, der tut dich nicht gut. Nee. Wichtige Enthüllung, schau mal, Verlust, ja? Jemand spielt nicht in dein Team, ja? Der hält dich zurück, der blockiert dich, ja, der bremst dich in deine Zukunft. Du musst dieser jemand, der hat Sucht, ob Spielersucht, egal was ist, Sucht, ja, egal welche Sucht, der bremst deine Zukunft. Und wenn du das loslässt, ja, dieser Feind, ja, ich rede Feind, weil die Karte sagen schon Feind, aber der ist nicht im gleichen Team wie du, er will nicht das gleiche wie du, nicht der gleiche Weg. Verlust. Ihr macht Verlust, vielleicht eine Bindung mit in Partnerschaft und ihr habt Schulden, ja? Etwas wird enthüllt und die Leute schwatzen, ja? Die Leute reden über euch, ja? Eure Situation. Ja, schon. Nee. Und die Liebe, die Sättlichkeit, diese Romantik schon längstens weg bei dir, ja? Schon längstens weg, ja? Was sagen die Engels noch? Gib nicht auf. Und wenn du die Situation loslässt, diese Gift da, das ist für mich Gift, ja? Du bist nicht glücklich, wo du bist. Was sagen die Engels? Zukunft. Eine Antwort auf die Zukunft. Dankeschön. Die wollten sich zeigen. Suche nach einem Zeichen. In naher Zukunft kommt diese positive Entscheidung. Wenn du Entscheidung triffst, jetzt, Gegenwart, kommt Gutes in Zukunft auf dich zu. Du bist bereit. Schau mal die letzte Karte. Du bist bereit. Oh. Du bist bereit, meine Liebe. Ja. Mann wie Frau. Allgemeine Liebe, du bist bereit. Du kannst nicht mehr, ja? Du kannst nicht mehr. Okay, meine Lieben. Ja, wenn du hier in dieser Situation nicht bist, nicht in Resonanz bist, mit Stapel 1 und mit Stapel 2, dann mache ich noch eine Karte, ja? Stapel, das ist Bonus. Eine Bonusbotschaft, die ich mache gegen Schluss vom Video, weil mir tut immer die Leute leiden, die hier nicht in Resonanz sind, ja? Die tun mir immer so leid und dann mache ich immer so Bonusbotschaft, ja? Du kannst wählen Karte Nummer 1, 2 oder 3. Kannst du wählen, ja? Karte 1, 2 oder 3. Es lohnt sich zu warten. Deine Geduld wird belohnt. Karte Nummer 2. Bring etwas zu Ende. Entschuldigung. Du hast etwas Wichtiges begonnen. Jetzt bring es zu Ende. Wünsch dir was. Wünsch dir was. Mach einen Wunsch und erwarte das Beste. Ja? So, meine Lieben, das war Orakel im Hier und Jetzt und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, eure Kometa los. Muah.